Ja, sehr gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen The Elder Scrolls Blades. Und ja, wir machen diese Quest. Das habe ich ja in der letzten Folge gleich mal angekündigt. Start. Und let's go. Geheimnisse haben wir... Ach ja, 12, stimmt. Das haben wir nämlich alle schon mal gemacht. Wir wussten aber nicht, wie viele Treppen das gewesen sind. Falls ihr euch erinnert, falls ihr dieses Let's Play verfolgt, ja, letzte Herausforderung. Letzte? Das war doch die zweite von drei, oder? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall starten wir einfach mal da nochmal rein. Eigentlich können wir da einen Speedrun machen. Wir kennen uns ja jetzt schon besser aus. So, dann wollen wir mal. Ich glaube, hier war nichts drin, ne? Nichts Besonderes. Nur diese großen Krüge oder Urnen oder so, die haben was drin. Der hier zum Beispiel. Da ist nämlich ein Schlüssel drin, den wir nachher brauchen werden. So, dann ist hier vorne irgendwo ein Geist und der sich irgendwie über uns... Achso, ja, der sich irgendwie über uns lustig gemacht hat. Würde ich fast sagen. Willkommen, Krieger. Schön, dass ihr zurück seid. Kann ich euch behilflich sein? Gibt's irgendwas zu wissen? Oh, jede Menge. Viel darf ich nicht verraten, aber ein paar Tipps werden schon nicht schaden. Beispiel. Um die Herausforderung abzuschließen, müsst ihr lediglich diese Tür öffnen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? Das war's. Mehr verrate ich nicht. Es sei denn, ihr braucht dringend noch mehr Hinweise. Ach. Hä? Was soll denn das? Mehr verrate ich nicht, es sei denn, ihr braucht noch mehr Hinweise. Welche Tür denn? Diese Tür öffnen. Die hier, ne? Wahrscheinlich. Da müssen wir rein, aber ich glaube, wir kommen über Umweg da rein. Mal gucken. Ach nee, dafür haben wir ja den Schlüssel. Hä, was für ein Blödsinn. Aber, hä, war das nicht so, dass wir... Ach, hier wartet noch nicht, glaube ich, ne? Na gut, dann wollen wir erstmal weiter. Ein paar Kämpfe müssen wir natürlich auch bestreiten. Aber ist halt nicht der Rede wert hier. Hier ist es halt mehr so durch die Gegend rennen und Geheimnisse aufdecken, beziehungsweise Rätsel lösen oder so. So, hier ist aber nichts zum Looten, nichts wirklich. Nein, also Loot ist hier ganz, ganz knapp. Ihr habt euch gut geschlagen und die Herausforderung gemeistert. Eure letzte Prüfung wird es sein, mich zu besiegen. Sorry. Na gut, wollen wir mal. Aua! Ausweichschlag! Und Schildhieb. Bam. Der hat voll reingehauen. Oh, der ist ja auch empfindlich gegen Blitz. Nice. Zu spät. Abgeblockt. Bam. Und das ist gemeint mit Betäubung. Ich will, dass meine Ausdauer wieder auflegt. Aber irgendwie kommt das nicht. Jetzt. Nein, immer noch nicht. Ich bin besiegt. Gratulation. Ihr habt es bis zum Ende geschafft. Großartig. Das war's? Hm. Ich bin nicht sicher, was ihr meint. Viel Spaß mit eurer Belohnung. Juhu, wir haben es wieder geschafft. Aber das war's nicht wirklich. Wir haben aber trotzdem die Belohnung bekommen. Okay, abschließen oder neu? Ja, nee, komm, erkunden. Das war's noch nicht. So. Das Gold hätte ich gerne noch. Warum sammelt er das nicht? Hallo? Also, Gold habe ich immer Platz in meiner Tasche. Nee, wir sollen hier irgendwo weiter. Hm, ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau, wo. Von da kamen wir jetzt, ne? Und irgendwo ging es hier weiter. Ah, stimmt. Ich muss nochmal mit ihm quatschen. Mehr war ja hier nicht, ne? Also hier geht's, glaube ich, weiter nachher, oder? Also irgendwo öffnet sich eine Tür, die er öffnet. Und da geht's natürlich weiter. So, wir quatschen nochmal mit ihm. Ja. Öffne bitte die verborgenen Türen. Wie ihr wünscht. Okay, also doch da hinten. Siehst du, ich lag richtig. Nice. So, da wollen wir rein. Nein, ich brauche einen Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Sonst kriegst du noch eine. Ihr seid schlau. Das ist gut. Das müsst ihr auch sein. Ich will den Schlüssel. Hä, ich habe nur einen Schlüssel bekommen. Was soll das denn? Ah, ich glaube... Warte mal, ist die in der Truhe? Nee, ne? Ich habe eine Holztruhe bekommen. So, als Questbelohnung. Weil ich die ja eigentlich schon fertig habe...
Aber da ist wahrscheinlich kein Schlüssel drin. Nein, Kalksteine und Zaubertrank der leichten Ausdauer. Na gut. Hier war jetzt auch nichts weiter, ne? Erreichen den letzten Raum. Ja, sind wir eigentlich dabei? Das haben wir bekommen. Ektoplasma, mittelgroßer Seelenstein. Herausforderung, haben wir jetzt keine aktuell. Okay, dann... Ich weiß nicht, wo wir den Schlüssel herkriegen. Aber da müssen wir weiter, wir kommen da aber nicht durch. Wie war denn das beim letzten Mal? Ich weiß es nicht mehr, Mensch. Ach komm, kann doch nicht so schwer sein. Beim letzten Mal kamen wir doch auch ganz leichter durch. Ich wollte jetzt ja auch nicht die Folgen so, und ich erzähle noch was über Speedrun, weißt du? Hä? Sind wir hier? Ja, hier sind wir hergekommen, ne? Und hier ist auch nichts wirklich. Ich kann ja mal ihn fragen, was bei ihm abgeht. Was er mir hier so erzählt. Was ist jetzt? Habt ihr einen Hinweis für mich? Noch ein? Mal überlegen. Ihr werdet mehrmals mit meinen Freunden reden müssen. Mehrmals. Alles klar. Aber der hat doch gar nichts mehr weiter gesagt. Der hat doch gar nichts mehr weiter gesagt. Ihr seid schlau. Das ist gut. Das müsst ihr auch sein. Ihr seid schlau. Das ist gut. Das müsst ihr auch sein. Ihr seid schlau. Das ist gut. Das müsst ihr auch sein. Mann, ey. Sag doch mal was anderes. Ich will den verdammten Schlüssel. Wo ist denn der Schlüssel? Wo ist denn der Schlüssel? Hä? Das war offen? Wie komme ich denn da rein? Verstehe ich jetzt nicht. Ach, stimmt. Erst hier lang und dann da hinten. Ist das die erste Treppe hier oder was? Moment, Moment, Moment. Hier ging es zurück, glaube ich. Nee, ich renne hier im Kreis. Nein, wo ging es denn zurück? Ich will gucken, ob da irgendwo noch Treppen gewesen sind. Also hier schon mal nicht. Wo, hä? Alter, ich habe mich voll verlaufen gerade. Was denn, was? Ich will zu dem anderen Typen hin. Da, wo wir angefangen haben. Hier wartet, ne? Ja. Gut, hier sind auf jeden Fall keine weiteren Treppen. Ich glaube, hier in dem Raum haben wir sogar gestartet. Hier in der Ecke. So, hier sind keine Treppen. Wir müssen nämlich jetzt die Treppen zählen, die wir hier haben. Wir können jetzt eigentlich jede dieser Urne öffnen, aber da ist nichts drin. Das wurde uns ja schon mal erzählt. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich die alle auseinandergenommen und nichts war drin. Gut, dann ist das also die erste Treppe. Sehr schön. Okay, hier geht's weiter. Ja. Von da hinten kam ich... Ja, gut, okay. Treppe Nummer 1. So, alle mal mitzählen. Alle mal mitzählen. Hier haben wir Bücher. So, Geheimnis Nummer 2. Also wir sammeln jetzt hier wirklich ein Geheimnis nach dem anderen. Das ist nämlich das nächste Geheimnis. Hier ist keine weitere Treppe. Hier geht's auch nur geradeaus. Das ist Geheimnis Nummer 2. Gegen die muss ich, glaube ich, fighten, ne? Ihr müsst uns alle besiegen und dann das Rätsel lösen. Macht euch bereit. Okay, ich bin bereit. Schlag zu. Au. Mann, mein Knüppel, der ist doch besser als meine Axt. Komm. Gut gekämpft. Danke. Der nächste Teil wird es sicher knifflig. Sag Bescheid, wenn ihr Türen zurücksetzen soll. Ich glaube, brauche ich nicht. Also ist eigentlich nicht nötig. So, habe ich ja Gold? Ja, habe ich. Es war erstmal mit ihm quatschen, dann darüber und dann darüber. Und dann müsste eigentlich alles auf sein. Ich bin mir aber... mal sehen. En garde. Okay, los geht's. Ah, ein Zauber. Geht nicht. Blitz. Achso, der hat ja elementar widerstehen, ne? Also schön, ich gebe auf. Soll ich ein paar Türen bewegen? Ja. Hier. Oh, es ist offen. Ist alles offen? Nee, ne, oder? Nee, die letzte Tür, okay. Aber, ja gut, er hat alle Türen gemacht bis zu, auf die letzte. Der hier macht eine Tür auf und die da drüben zu dem Kollegen. Ach, kämpfen muss ich gegen die auch noch, stimmt. Ihr habt gewonnen. Türen? Ja. Okay. Achso. Mitnehmen. Gut. Hat er jetzt wieder zugemacht hier vorne, ne?
Ich glaube aber, dass der jetzt die Tür wieder aufmacht und dann haben wir alle Türen auf. Ich schwinge dieses Schwert schon seit Jahrhunderten. Ihr habt keine Chance. Aber natürlich. Wenn sie es sagen. Ausweichschlag und Blitz und Blockangriff oder wie heißt. So, denn den. Ich kann euch nicht schlagen. Ja, ich weiß. Also, soll ich? Ja. Erledigt. Achso, gib mir den Gold. Danke. Es ist wieder zu. Dann quatsche ich nochmal mit ihm. Der müsste jetzt, glaube ich, alles aufmachen, ne? Ein paar Türen? Ja. Hier. Warum ist die jetzt... Jetzt ist die Mitte zu. Oh, ehrlich jetzt? Der macht doch eigentlich... Oh, jetzt geht das schon wieder los. Komm, ich quatsche nochmal mit ihm. Hey du, Türen, ja. Hm. Gut, Türen, ja. Er hat... Die da hinten ist auch zu, ne? Warte mal. Ich quatsche mal mit ihm nochmal. Türen, ja. Hier. So, die letzte ist, glaube ich, wieder geschlossen. Nee, jetzt sind alle auf. Gut, nice. Weiter geht's. Treppe Nummer 2. Treppe 2. Da geht's weiter. Oh nein, Wölfe. Ich habe Angst vor Wölfe. Aber ich muss mich der Gefahr stellen. Ich bin ein Krieger aus, wie ich gerade vorhin gelogen habe, aus Himmelsrand. Nein, keine Ahnung. So, Tür öffnen. Oh, jetzt greifen sogar alle beide gleichzeitig an. Nice. Stimmt, mit einem Blitz habe ich gleich zwei Wölfe weg. Da ist noch einer. Gut, den blitze ich auch einmal weg. Ah, das war nichts. Na, komm her. Geheimnisse. Oh, geil, noch ein. Hätte ich gern. Ich nehme alles mit, ne? Das Inventar geht ja so schnell nicht voll, deswegen kann man ja alles mitnehmen. Oh. Geist des Turms, ja, schön. Mann, die machen mich hier noch fertig. Stirb! Hammer. Oh, das tut mir jetzt leid. Ich dachte, die geben wieder auf oder so. Ja, da geht's weiter. Ich brauche hier eigentlich auf nichts achten. Hallo. Oh, ich hätte gern mehrere. Oh, die sind stärker. Hey, normal. Noch einer. Komm her. Aua. Komm, beide gleichzeitig. Jawohl. Oh, hat nicht erreicht. Wofür hat man die Magie? Danke. Die kleinen, die brauche ich nicht öffnen. Die großen bloß, wenn hier große sind. Da ist eine große und hier ist eine große. Ich guck mal, was drin ist. Hä, komm ich da nicht... Was war das denn? Der ist gerade alleine gelaufen. Ich war das gerade nicht. Ich komme hier nicht runter, ne? Und nicht hoch. Deswegen immer schön die Treppen gehen. Warte mal, Treppe? Zählt das als Treppe? Ich glaube nicht. Ich ziehe einfach nur die normalen Treppen, die mich halt von oben nach unten und hoch und runter und... Ja. Gut, zwei haben wir auf jeden Fall schon mal gezählt. Zwei Treppen. Damit wir nachher die richtige Antwort nämlich geben können. Oh, hier ist ein Schlüssel. So, kommen wir hier durch? Nein, kommen wir nicht. Wir müssen wirklich einmal außen rum. Oder hier durch. In der Mitte. So, dann haben wir nämlich hier noch einen. Da ist auch etwas drinne. Jetzt hat sich sogar das geöffnet. Mehr ist hier nicht? Nein. Weiter geht's. Treppe Nummer 3. Öffne dich. Sesam. Sind hier 40 Räuber? Ich kann die Dinger hier einsammeln, ne? Kristalle für Dekoration in der Werkstatt. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. So, genau, öffne dich. Okay. Lederschilde. Es gibt Lederschilde? Wusste ich gar nicht.
Ist mir echt neu. Also ich habe vorher noch nie in einem Elder Scrolls ein Lederschild gesehen. Okay, scheint aber scheiße zu sein, weil es halt Leder ist und kein Stahl, ne? Ist aber ein leichter Schild. Also immerhin. Wenn man, sag ich mal, auf leichte Rüstung und schnelle Bewegung setzt, soll ich jetzt die... Nein. Die Treppen jetzt wieder zurückziehen? Nein. Hier haben wir auf jeden Fall Nummer 1. So. Dann haben wir hier nämlich Treppe Nummer 2. Ne, hier noch nicht. Hier um die Ecke erst. Auch nicht. Hä, wo war denn die nächste Treppe? Ah, hier. Nummer 2. Wir müssen jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Weil wir haben nicht jetzt den Schlüssel gefunden zu der Tür, wo ich vorhin rein wollte. Was aber nicht ging. So, hier ist alles offen. Danke. So, dann müssen wir jetzt zur dritten Treppe kommen hier, ne? Genau. Treppe 3. Okay. Und hier ist nämlich... Genau, dafür war der Schlüssel. Und hier haben wir Geheimnis Nummer 6 und Treppe Nummer 4. Ja, da müssen wir rein, aber vorher müssen wir den hier bewegen. Einmal drehen, ne? Ja. So, hier geht's weiter. Oh, Geheimnis 7. Da ist wieder ein Hebel, der uns weiterbringt. Nicht vergessen, 4 Treppen. Das ist nämlich ganz wichtig, damit wir nämlich beim nächsten Mal weiterkommen. Und pass auf, denn stellt er uns voll eine andere Frage. 100 pro, ey, da wette ich. Komm mal her, Digga. Auch Blitz und Axt. Wir haben jetzt aber leider keine Axt am Start. Wir haben aber... Da war doch kein Schildhieb. Achso, von ihnen aus kam ein Schildhieb. Los, komm her. Ich bin bereit. Oh, da ist noch einer. Der ist erledigt. So, alles eingesammelt, was der fallen lässt. Und dann geht's mir weiter. Ja, erstmal den hier. Die großen, die enthalten ja Loot, die kleinen nicht. Hier ist noch eine große. Und... Ja, da vorne war keine. Gut, wir müssen jetzt hier lang. Da ist nämlich noch ein Skelett, der hier patrouilliert. Grüß dich. Skelettwächter. Oh Mann, der hat mir auch schon wieder voll kaputt gemacht. Das Gold nehme ich mit... So, nochmal zum Mitschreiben. Wie viele Treppen waren das bis jetzt? Schlüssel gefunden. Für diese Tür wahrscheinlich. Jawohl. Was ist das? Oh nein, nicht schon wieder. Können ich alle angreifen? Was soll das denn? Oh, jetzt kommt ihr nach einem anderen. Tür... Aufgesperrt, Schlüssel verwendet. Ja, eben gerade. Hä, das ist doch schon eine Weile her. Hm. Hier geht's weiter. Oh, 5. Treppe. So, dann wollen wir mal die 5. Treppe hoch. Ich weiß gar nicht, sind wir denn schon am Ende? Nee, ne? Also ich bin sowieso schon am Ende hier. Mit meinem Latein. Kannst du nicht rauf. Gut. 10. Geheimnis. Ich glaube, hatten wir... Geil, dass du mir das zweimal anzeigst. Okay. Seltsames Spiel. Trotzdem nice. Okay. Da. Wenn wir hier hoch kommen wir nicht. Hier rüber kommen wir. Hier hinter ist nur eine Bank zum Hinsetzen. Sonst nichts weiter. Okay. Wollen wir aber nicht. Wir wollen uns nicht hinsetzen, nicht hinlegen. Da ist der Typ mit seinen... Achso, stimmt. Gegen den soll ich jetzt auch nochmal fighten. Den mache ich denn elementar wieder... Oh, der lässt sich nicht so leicht beeindrucken. Da muss ich jetzt... Und noch ein. Bam.
Meine Güte, ihr könnt vielleicht kämpfen. Wenn ihr den nächsten Raum erreichen wollt, müsst ihr diese Frage richtig beantworten. Bitte die Treppenfrage. Was haben wir gesagt? 5. Denkt gut über eure Antwort nach. Ihr habt nur einen Versuch. Wie viele Treppen gibt es in diesem Gebäude? Hä? Was? Achso. 5. Korrekt. Schön für euch. Oh nein, Gott sei Dank, du. Jetzt kriege ich auch mein Loot, den ich verdient habe. Den ich reglich verdient habe. Und das wird wahrscheinlich dann auch das 11. Geheimnis sein. Gut. War ja gar nicht so schwierig. Und beim nächsten Mal ist wieder eine Frage, was ich jetzt im ganzen Gebäude oder im ganzen Dungeon irgendwie zählen sollte. Hier machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Alles klar. Gut, dann schönen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin.